Es sind erschreckende Zahlen, die der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes Wilhelm Röhrig, heute mit nach Wiesbaden gebracht hat. Demnach ist sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen wesentlich weiter verbreitet, als die meisten denken. Er ist praktisch allgegenwärtig. Die Weltgesundheitsorganisation hat gesagt, dass wir in Deutschland davon ausgehen müssen, dass 1 Million Kinder und Jugendliche hier leben, die sexuelle Gewalt in der Vergangenheit erlitten haben oder aktuell erleiden. Und wenn man diese Zahlen umrechnet, kommt man auf 1 bis sogar 2 Kinder pro Schulklasse. Deshalb sind sich Hessens Kultusminister Alexander Lorz und Johannes Wilhelm Röhrig einig. Die Schulen sollten ein vertrauensvoller Schutzraum für von sexuellem Missbrauch betroffene Kinder und Jugendliche sein. Auch wenn der Missbrauch in aller Regel im familiären Umfeld stattfindet. Denn Schweigen, so Röhrig, helfe nur den Tätern. Weswegen man dafür sorgen müsse, dass das Thema sexueller Missbrauch in den Schulen angstfrei angesprochen werden könne. Es geht darum, Signale von betroffenen Kindern und Jugendlichen wahrzunehmen. Es geht darum, dass Kinder und Jugendliche wissen, weil in der Schule eine entsprechende offene Atmosphäre herrscht, dass sie dort einen Ort haben, wo sie sich hinwenden können. Es geht nicht darum, dass Schule jetzt sozusagen aktiv Bekämpfung oder Therapie übernimmt, sondern dass aber sozusagen die Wege aufgezeigt werden können, wie man dann auch entsprechende professionelle Hilfe in Anspruch nehmen kann. Dazu sei es vor allem notwendig, die bestehenden Unsicherheiten von Schulleitungen und Lehrern abzubauen. Das Schulpersonal müsse hinsehen, hinhören, nachfragen und dann wissen, was zu tun ist, so Röhrig. Helfen soll den Lehrkräften dabei, neben Aufklärungsgesprächen mit Experten, auch diese aktualisierte Broschüre zum Thema sexueller Missbrauch. Also zunächst einmal stellen wir eben Material zur Verfügung, mit denen Lehrkräfte, mit denen Schulen auch arbeiten können, mit denen sie sich auf den Fall der Fälle vorbereiten können. Und natürlich werden wir auch unsere Qualifizierungsbemühungen an dieser Stelle erheblich verstärken für die Schulleitungen, aber eben auch für die einzelnen Lehrkräfte, damit wir dann am Ende überall auch Ansprechpersonen für diese Fragen in den Schulen haben. Hessen ist nach Nordrhein-Westfalen erst das zweite Bundesland, das sich an der bundesweiten Initiative Schule gegen sexuelle Gewalt beteiligt, wie der Bundesbeauftragte noch einmal lobend hervorhob. Die Zusammenarbeit in der Sache funktioniere hervorragend, da das Land Hessen bereits seit längerem zahlreiche Anstrengungen unternehme, das Thema sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zu enttabuisieren und den Betroffenen entsprechende Hilfsangebote zu machen.